So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Munin. Wir sind hier gerade bei Yggdrasil der Weltenesche und haben jetzt die Wahl, ob wir nach Jotunheim, Hel oder Niflheim gehen. Und ich würde sagen, gehen wir mal nach Jotunheim, die Heimat der Riesen. Der normalen, nicht der Frostriesen. Jotunheim. Ich kenne sie wohl, die alten Riesen, die damals gütig zu mir waren. 9 Welten ich kenne, verloren im Baum, mit Wurzeln so mächtig und tief. In ihren Heimen wohnte der Frohsinn und kein Gott kannte Mangel an Gold, bis 3 Töchter der Riesen kamen mit großer Macht aus Jotunheim. Ja, die Jotunen sind die klassischen... Ah, nein, 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 au. Das hatte ich übersehen. Kann ich das Ding nochmal drehen? Puh. Manchmal muss man nur schnell genug sein. Aber es taucht direkt wieder auf, das heißt... Am besten einfach so. So. So geht's. Oder taucht's jetzt direkt wieder auf? Ah, jetzt kann ich das Ding schieben. Bringt mir das was? Ja, so kommt man auch an. Hier sind jetzt also schon ein paar gefährlichere Rätsel. Ah, und dieses Ding habe ich auch im Trailer gesehen. So kann ich das Ding anheben, komme aber nicht weiter. Ich muss also hiermit arbeiten. Hey. So, Munin. Hopp. Oh, ein Riese. Hier werden die Riesen also sehr felsig dargestellt. Auch nett. Oh, das war zu weit. Also, man muss sagen, das ist in dem Film Thor echt scheiße gewesen. Sie haben die Riesen aus Jotunheim dargestellt, wie die eigentlich in Niflheim aussehen sollten. Nämlich eisig. Ach so, kann ich das Ding auch dahin rollen? Kann ich darüber springen? Ja, perfekt. Feder. Das scheint auf jeden Fall ein relativ kurzes Spiel zu werden, so wie es aussieht. Aber, ah, nein. Da war ich einfach nur blind. Okay. Dück. Nein, nein, nein. Ah, verdammt. Das war einfach nur dämlich. Kann ich... Ja, ich kann mich hier hinstellen. Dann kann ich hier hin. Was mir jetzt aber auch nicht so großartig weiterhilft. Ach so, jetzt kann ich hier hochklettern. Dann macht das natürlich das Ganze ein bisschen einfacher. Puh! Manchmal muss man einfach nur schnell sein. Kann ich da hochspringen? Nein, kann ich nicht. Ah, nein. Aus der Welt gefallen. So. Jetzt kommt das Ding vermutlich immer wieder. Stelle ich das Ding einfach mal so hin. Holen wir uns die Feder und die Feder. Das Problem ist, ich kann momentan nichts Großes machen. Ich komme zwar hier weiter, aber dann komme ich nicht dahin. Oder muss ich das Ding so stellen, damit... Ach, so ist das. Jetzt komme ich hier hin. Geschafft. Hui. Noch einen Schluck trinken, bitte. Ja, speziell ihr solltet auch einen Schluck trinken. Ihr wart natürlich angesprochen. Ah, okay. Kann ich das Ding als... Nee, ich kann es nicht als Stütze benutzen, aber... Nee, ich komme so auch nicht großartig weiter. Aber so. Pönk. Ja, Pönk ist ein tolles Wort. Sagt nichts gegen das Wort Pönk.
Federchen. Ich sagte Federchen, hey. Spring, Munin. Ja, geht doch. Ich frage mich, ob noch weiteres außer halt diese Edda-Ausschnitte vorkommt aus der nordischen Mythologie. Weil die alleine sind dann doch ein bisschen mau. Okay, warte mal. Wenn wir da drauf landen, sind wir tot. Gibt es irgendeine Möglichkeit, das zu machen, ohne zu sterben? Schauen wir mal die Perspektiven an. Ja, wenn man von oben drauf fällt, also von hier aus, aber da kommt man nicht hin, glaube ich. Ich glaube es zumindest. Ich habe eine Idee, weiß aber nicht, ob das klappen kann. Ah, ich habe jetzt eine Idee. So geht's. Oder ich muss erst anders stehen. Nee. Ah, nein. Nein! Ah, Dreck. Keine Absicht, Leute. Wirklich gar keine. Ich könnte natürlich auch einfach beide dahin schicken. Dann wäre das Problem aus dem Weg geschafft. Glaube ich. Nee, wäre es nicht. Aber ich hätte die beiden zumindest mal gesichert. So, dann hole ich mir jetzt diese Feder. Und diese Feder. Jetzt kann ich mir auch diese Feder holen. Ich komme nur nicht wieder weg. Ach doch, ich komme wieder weg. Ha? Wie ging das jetzt? Hänge ich jetzt fest? Nee. Gut. Schau ich mal. Okay, geschafft. Wir haben die Feder. Man merkt, das Ganze wird so ein bisschen kniffliger. Das finde ich auch gut so. Ich mag das. Ah, da kommen wir nicht dran, ohne dass der Stein dagegen knallt. So kommen wir aber hierhin. Ich glaube, wir müssen... Ja, irgendwie müssen wir was mit dem Stein machen. Wenn wir das so machen, passiert aber eine ganze Weile lang einfach nichts. So fällt der einfach nur. Und der hält auch an, sobald wir drehen. Das ist das Problem. Ah, okay. Mal schauen. Können wir... Ah, okay. Jetzt hängt das da oben drin. Nee, das hilft auch nicht so wirklich. Wir brauchen auf jeden Fall den Stein auch. Oder brauchen wir den... Ja, wir müssen versuchen, den da reinzukriegen. Kann ich den packen? Nö. Okay, irgendwie muss ich...
Ach so, ist doch ganz einfach, wie ich dahinter komme. Manchmal denke ich auch viel zu kompliziert. Einmal hierhin. Kriege ich das? Nee, ich kriege es nicht so hin, aber ich kriege ihn immerhin geschoben. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich bin mir aber nicht sicher. Ach komm, neu. Ja, so hau ich das Ding einfach nur zur Seite runter. Das bringt auch nichts. Aber wenn wir das einmal mehr machen. Das könnte was geben. Na, also kaputt. Wir können also hier drauf springen, das ist auch praktisch. Wenn ich das Ding jetzt mit Schwung da reinschiebe, zweimal drehe. Okay, dafür muss ich das Ding erstmal drehen. So. Oh, das war eigentlich gar keine Absicht. Mist. Okay, nochmal darum. Ich muss das mit dem Drehen echt noch üben. Ach nee. Ich darf ja nicht das Ding nehmen und dann in die Dornen. Das ist böse für mich. Warum bin ich denn eigentlich so dämlich? Ich kann das Ding doch. Nee, ich kann das Ding dann nicht hier hoch befördern. Vor allem komme ich dann nicht hier hin. So war es geplant, okay. Na, also, hat doch geklappt. Manchmal muss man einfach nur schnell genug sein. So, jetzt kann ich wieder was trinken. Tut mir leid für die lauten Schluckgeräusche, aber ist gerade ein bisschen dringend. Den habe ich aber viel zu spät bemerkt. Wo kam der denn her? Ach, da oben und das drehe ich einfach mit. Interessant. Hopp und klettern, was auch immer mir das jetzt gerade genau bringt. Ah, okay, wir können jetzt das hier drehen. So können wir dann auch hier runter segeln, aber ich denke. Ja, komm, segeln wir erstmal runter, holen wir uns auf jeden Fall. Ach, das tut weh! Das wusste ich jetzt nicht. Schmerzende Stacheln schmerzen. Wozu können wir den Stein überhaupt benutzen? Das Ding hier lässt sich nicht drehen. Ach, das Ding lässt sich drehen.
nee, nee, nee. Was zum... Jetzt ist das gerade in den Hintergrund gegangen. Was ist los? Ist mir Munin abgeschmiert? Ich glaube so. Na, ich denke, dann mache ich hier mal kurz einen Schnitt und hoffe, dass da jetzt bei euch wenigstens Standbild oder sowas ist. Bis jetzt beim nächsten Mal. Cheerio.